Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video basteln wir eine kleine Geschenkbox, die du deinen Gästen auf der nächsten Geburtstagsparty als kleines Geschenk mit nach Hause geben kannst. Oder einfach als kleines Geschenk mitbringen kannst, wenn du eingeladen bist. Diesen Monat sind wir auf unserer kreativen Weltreise in Mexiko und erkunden das Land mit seinen Traditionen, Tieren, Geschichten und der Natur. Die kleinen Geschenkboxen haben die typischen mexikanischen Farben: Creme, Terrakotta, Blau und ein bisschen Türkis des Ozeans. Neben etwas Klebe, Klebeband und einer Schere benötigst du nur noch unsere Vorlage, die ich dir in der Infobox unter dem Video verlinkt habe. Bevor wir loslegen, abonnier doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste, und klicke auf den Like-Button. Ich habe auch noch zwei Versionen der Geschenkbox hinzugefügt, damit du sie direkt gespiegelt ausdrucken und so aufeinander kleben kannst. Dann hat deine Box dasselbe Papier auf der Innen- und Außenseite. Egal, ob du dich nun dafür entscheidest, deine Box von nur einer Seite zu bedrucken oder von beiden, du musst natürlich erst einmal alles ausdrucken. Das heißt, du nimmst ein Papier und bedruckst es auf der einen Seite mit unserem Papier und auf der anderen Seite mit der Vorlage. Dann schneidest du die Vorlage erst einmal aus und faltest sie entlang der gestrichelten Linie. Mit dem schmalen doppelseitigen Klebeband sorgst du für richtig guten Halt. Also das klebst du einfach auf diese kleinen Laschen auf und verbindest damit deine Geschenkbox.
Ja, das war es dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!